Hallo ihr Lieben da draußen und willkommen zu diesem Video. Heute mal komplett spartanisch, komplett auf die Schnelle. Heute nicht wirklich spektakulär, aber ich möchte euch in diesem Video gerne über etwas informieren, was in den letzten Wochen passiert ist und das ich halt noch sehr geheim gehalten habe, um halt gewisse Spekulationen oder ähnliches zurückzuhalten. Und zwar geht es darum, es gibt einen Bericht über mich bzw. über meine Babys in der Rheinischen Post. Das ist eine sehr lokale Zeitung hier bei uns in der Gegend. Und diese Zeitung hat bei mir schon vor einigen Monaten angefragt. Um ehrlich zu sein, habe ich das anfangs schon fast abgelehnt. Aber die Reporterin, die letztendlich auch gekommen ist, um das Interview zu machen, ist halt sehr hartnäckig geblieben sozusagen. Und wir haben dann einfach mal ganz belanglos zusammen telefoniert. Ich habe halt einfach mal erzählt, was meine Ängste sind, dass ich halt nicht möchte, dass ich in irgendeiner Weise dieses Hobby in Verruf bringe oder ähnliches, weil es nun mal so ist, dass die meisten Berichterstattungen immer irgendwie negativ sind. Und sie hat mir halt versprochen, dass sie einfach einen Bericht über dieses Hobby machen möchte, aber gleichzeitig halt auch darauf aufmerksam machen möchte, dass mein YouTube-Kanal schon so groß geworden ist. Und diese Berichterstattung ist seit heute online. Also sie ist halt online auf der Website der Rheinischen Post und halt in der Zeitung selbst auch gedruckt worden. Und ich würde einfach jetzt mal sagen, ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Filmsequenzen ein von dem Tag, wo das Interview selbst stattgefunden hat. Und ich denke mal, ihr werdet merken, dass ich auch danach noch sehr nervös war, mir sehr viele Gedanken darum gemacht habe. Hallo meine Hübschen, heute wieder aus meiner Nursery. Und etwas später, als ihr das eigentlich von mir gewohnt seid, das lag daran, weil wir gerade Besuch hatten. Und zwar von einer Reporterin der Rheinischen Post. Von meiner Seite aus verlief dieses Interview sehr positiv. Sie hat auch sehr positiv darauf reagiert, als sie die Babys gesehen hat. Ich habe ganz viele Fragen beantworten dürfen, müssen, können. Ich muss gestehen, ich war davor extremst nervös. Das habe ich ihr auch gesagt und sie sagte, es ist kein Problem, mach dir keine Gedanken. Wir haben uns direkt geduzt und es war einfach, ja, eine sehr nette Atmosphäre gewesen. Sie hat dann auch sehr, sehr viele Fotos gemacht von der Nursery, von den Babys, von mir selbst mit den ganzen Babys. Also ich hoffe, dass das alles schön ist und gut ist. Und ja, ich habe halt immer noch so ein bisschen Bedenken, weil ich einfach so ein bisschen gebeutelt immer noch bin von der Berichterstattung oder von der Dokumentation letztes Jahr. Aber die Zeitung ist nun mal was ganz anderes und was auch super, super lieb und nett von ihr ist, ich darf den Artikel vor Veröffentlichung lesen und noch einige Verbesserungen mit einbringen. Wir haben uns gestern so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, aber die Reporterin war super lieb und hat mich mit den Fragen richtig schön durchs Interview begleitet. Es war halt natürlich ganz gut, dass ich mich vorbereitet habe, aber es waren halt auch wirklich Fragen dabei, wo ich selbst so gar nicht großartig drauf gekommen bin und die ich einfach dann aus dem Bauch heraus dann beantwortet habe. Und ich denke, das ist ganz gut geworden. Ja, ich würde sagen, für heute geht es jetzt erstmal hier weiter. Ich habe meine süßen Mäuse alle schon angezogen gehabt für heute. Sie sind alle so ein bisschen schicker angezogen. Milan hat eine Jeanshose an und dann sein schönes T-Shirt an. Die süße Delia-Maus hat das Set hier an. Das ist ein Oberteil. Das soll eigentlich ein Kleid sein, aber bei ihr ist das eher ein Oberteil mit einer süßen rosafarbenen Leggings. Und da ist die Sophia-Maus.
Und da ist die süße Melina. Die hat heute eine dunkelblaue Leggings an und ein Mickey Mouse T-Shirt. Komm mal her, Knubbel. Komm mal her, Knubbel. Hallo, mein Schatz. Das waren die paar Einblicke, die ich jetzt aus diesem Vlog sozusagen rausgeschnitten habe. Es war eigentlich ein kompletter Vlog gewesen, aber das andere Material passt halt einfach jetzt nicht hierzu. Deswegen habe ich das Material jetzt rausgelassen. Natürlich weiß ich auch, dass viele von euch neugierig geworden sind und ihr natürlich jetzt alle diesen Bericht lesen möchtet. Deswegen habe ich für euch den Bericht unten in die Infobox verlinkt. Ich persönlich finde den Bericht jetzt sehr schön geschrieben. Ich bin aber auch auf eure Meinung gespannt. Und da könnt ihr auch offen und ehrlich sein. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Denn eure Meinung ist mir sehr, sehr wichtig. Ihr kennt mich und ihr wisst das halt auch. Deswegen ist auch heute der eigentliche Vlog nicht gekommen. Der kommt morgen, also am Montagabend um 18 Uhr online. Ich finde, so eine Berichterstattung gehört nun mal einfach auch dazu, zu meinem Kanal, zu mir persönlich. Ja, deswegen finde ich, habt auch ihr ein Recht dazu, so etwas mal zu erfahren. Und deswegen habe ich jetzt ganz aktuell dieses Video für euch abgedreht. Jetzt aber Schluss für heute. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Durchlesen des Berichts. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Genießt ihn mit euren Lieben. Genießt das schöne Wetter, sofern ihr schönes Wetter habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen im aktuellen Vlog dieser Woche wieder. Also bis morgen. Tschüss. I won't just say